mein subjektiver Eindruck ist, dass das Auto auf Autogas ein kleines bisschen weniger spritzig ist. Ich halte mich auch immer an die STVO. Meistens. Wollen wir danach mal richtig Assi-Sound machen? Macht so Sound ohne Auspuff? Schönen Menschen, herzlich willkommen auf dem Kanal PS-Blick zu meinem ersten Mal dieses Jahr, dass ich wieder vor der Kamera sitze, mir eine Winterpause gegönnt und wenn ich jetzt zwischendurch mal klinge wie Bud Spencer oder hier rumhuste, es liegt nicht am allerschlimmsten Virus der Menschheitsgeschichte, sondern es liegt an genau der Erkältung, die ihr wahrscheinlich alle jetzt gerade in den letzten Wochen überstanden habt, aber ganz ehrlich, es reicht jetzt auch wieder mit dem Winter und mit der Erkältungszeit und jetzt ist Frühlingszeit. Und was ist in der Frühlingszeit? In der Frühlingszeit ist Youngtimer-Zeit. Beziehungsweise, für all diejenigen unter euch, die Youngtimer im Alltag fahren, macht wahrscheinlich im Frühling das Youngtimer-Fahren nochmal umso mehr Spaß. Okay, außer man hat einen Drift-Youngtimer oder einfach einen BMW E36 oder E46 oder irgendwas mit Heckantrieb, was im Winter... Naja, ihr wisst, was ich meine. In diesem Video geht es aber um was ganz anderes, geht es nicht ums Querfahren, sondern es geht um die Frage, ist so ein BMW 316i schneller auf LPG oder schneller auf Superbenzin? So, und schneller ist jetzt hier bewusst ein ganz kleines bisschen in Anführungszeichen gesetzt, denn wir wissen alle, ein BMW 316i ist nicht schnell. Egal ob als Limousine, als Coupé, als Kompakter, als Touring, der fährt gut. Aber er fährt nicht schnell. Was mich hier viel mehr interessiert, ist, ob man auf LPG einen spürbaren Unterschied wahrnimmt. Denn, paar Infos von mir vorab, rein für mein Popometer, welches überhaupt keine objektive Aussagekraft hat, fehlen ihm auf LPG irgendwie so 3 bis 5 PS. Kann Einbildung sein, denn es kann sein, dass man das überhaupt nicht wirklich wahrnehmen kann. Nun bin ich aber der Meinung, ich habe für meine Autos ein relativ feines Popometer. Deswegen bin ich gespannt, ob wir tatsächlich eine kleine Differenz in den Zeiten haben werden. Und woran könnte das liegen? Mal so vorab. Also, der Verbrauch mit Autogas ist ja etwas höher, ungefähr 15 bis 25%, je nachdem. Manchmal liest man auch 20 bis 30% für all die besonders intelligenten, ich sage bewusst nicht Klugscheißer. Ne, denn unter meinem ersten LPG-Video, es gab ein paar Klugscheißer und es gab ein paar Leute, die das toll ergänzt haben, weil sie viel tiefer in der Materie stehen. So, danke dafür nochmal. Ich habe aber, glaube ich, in dem Video auch bewusst klar gemacht, dass ich mich nicht als absoluten Fachmann sehe und dankbar für Ergänzungen bin. Ne, von daher ist es jetzt natürlich auch wieder der Fall, wenn ich über sowas wie Energiedichte und Verbrauch rede. Der etwas höhere Verbrauch kommt meines Wissens nach, Ausrufezeichen, von der etwas geringeren Energiedichte von Autogas. Das heißt, es hat pro verbranntem Liter Autogas etwas weniger Energie, also theoretisch etwas weniger Leistung. Ihr fahrt aber, also ihr lauft etwas fetter, verbraucht etwas mehr, dadurch wird das rein auf dem Papier ausgeglichen. So, jetzt gibt es Quellen, die sagen, je nachdem, wie gut die Verbrennung ist und wie gut die Autogasanlage eingestellt ist, könnte man sogar 2-3% mehr Leistung haben. Dann gibt es wieder andere Quellen, die sagen, ach nee, durch den Verdampfer und dies und bla und jeks und jenes hat man wieder so 2-3% weniger Leistung. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich rede hier von meinen subjektiven Eindrücken. So. Und mein subjektiver Eindruck ist, dass das Auto auf Autogas ein kleines bisschen weniger spritzig ist, ein kleines bisschen mühseliger aus dem Tee kommt. Und genau das will ich jetzt in diesem Video überprüfen. Ich fahre jetzt also das Auto auf Superbenzin einmal komplett warm. Der freut sich auch gerade total, dass er mal wieder Superbenzin kriegt nach langer Zeit.
Dann werde ich Zeiten messen fahren. 100, 150. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Dann schalte ich um auf Autogas. Mache das gleiche nochmal. Und dann bin ich echt gespannt. Eckdaten für euch einfach so erstmal zum Rekapitulieren. Für all diejenigen, die es nicht wissen. 1,6 Liter, rein Vierzylinder, Saugbenziner natürlich. 102 PS, 150 Newtonmeter Drehmoment. Geschaltet über ein 5-Gang-Handschaltgetriebe. Treibt natürlich, wie es beim BMW eigentlich sein muss, nur die Hinterräder an. Auto wiegt 1250 Kilo, also relativ schwer für so einen kleinen Kompakten der 90er Jahre. Es liegt wahrscheinlich nicht am dicken Blech, denn so dick kann das gar nicht sein, so wie das rostet. Weil gut, dickes Blech und wenig Rost, das ist ja nicht immer ein direkter Zusammenhang. Aber darum geht es in einem ganz anderen Video. Auto ist jetzt seit fast einem Jahr in meinem Besitz. Ist eigentlich alle Fahrprofile gewöhnt. Deswegen ist es für mich auch relativ interessant, das Ergebnis auf Benzin zu sehen, ein kleines bisschen einschätzen zu können, wie er im Futter steht. Ich war natürlich nicht auf dem Prüfstand. Ich weiß nicht, ob er 102 PS hat, ob er 104 PS hat, ob er 97 PS hat, ob er 95 PS hat. Es ist so für das tägliche Mitschwimmen auch fast egal eigentlich, denn überholen geht. Mit Anlauf und Drehzahl, ja, auch im 316. Man höre und staune. Der hat ja bloß 5 Gänge, ist ja furchtbar. An all diejenigen von euch, die das hier cool finden, die vielleicht jetzt auch schon ein Schmunzeln auf den Lippen haben beim Schauen dieses Videos oder beim Schauen der anderen Videos hatten, kann ich euch ganz, ganz dringend ans Herz legen. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, Freunde. Hier kommt viel Auto-Content, Youngtimer-Content, BMW-Content, Mercedes-Content, hoffentlich bald mehr Audi-Content, Japaner-Content, querbeet, weil ich das Herz für fast alle alten Autos habe. Ein paar, mit denen wäre ich nicht warm, ist bei euch genauso. Ein paar, mit denen wäre ich ganz besonders warm, da komme ich dann hier aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, wenn ich die Videos für euch drehe. Macht von euch auch Spaß, kommt, seid mal ehrlich. Und ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen, nicht nur unter solchen Videos wie diesem, sondern allgemein eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Freut sich nämlich der YouTube-Algorithmus und freue ich mich, weil ich sehe, ihr habt die Videos auch tatsächlich geguckt und freut euch drüber und habt eine Meinung dazu. Und es hat vielleicht bei euch im Kopf so ein kleines bisschen was angestoßen, eine schöne Erinnerung, Denkprozess, vielleicht auch die Neugier, dass ihr sagt, Mensch, ich will so ein Auto eigentlich auch mal wieder haben. Oder überhaupt erstmal haben. Und als Ausgleich dafür, dass ihr so Beschleunigungstechnik vielleicht gleich ein kleines bisschen enttäuscht werdet, habe ich am Ende des Videos ein Highlight für euch. Deswegen müsst ihr unbedingt dranbleiben, bitte. Und zwar werde ich euch einmal die obligatorische Soundaufnahme liefern, die wahrscheinlich eher bescheiden ausfallen wird. Aber danach, wollen wir danach mal richtig Assi-Sound machen? Macht so Sound ohne Auspuff, also so wie man eigentlich gar nicht fahren dürfte. Deswegen mache ich das auch nicht. Also ich fahre offiziell nicht ohne Auspuff, natürlich nicht. Ist ja illegal. Na, ich tue ja hier nichts Illegales. Ich halte mich auch immer an die StVO. Meistens. Aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn man bei so einem 316 einen Auspuff abnimmt? Was wir herausfinden? Los geht's. Ich stelle gerade fest, es ist lange her, dass ich mit dem 316 hier auf der Autobahn schnell gefahren bin. Es ist auch lange her, dass ich mit so einem relativ leistungsschwachen Auto Zeiten messen war. Ja, probieren wir trotzdem unser Glück. Bin gespannt, Freunde. Los geht's. Mensch, der läuft ja tatsächlich noch 180, wenn man viel Geduld hat. Also wir haben eine erste 100-150 Messung in 16,3 Sekunden. Das wäre langsamer als mein 4er Golf. Ungefähr mit der gleichen Leistung, 101 PS, aber etwas leichter. Wir haben jetzt beginnenden leichten Nieselregen, der eine zweite Messung nicht beeinträchtigen wird. Deswegen drehe ich jetzt um und fahre nochmal.
ihr seht es eingeblendet. Es hat sich schon beim Fahren schneller angefühlt. Schneller. Und es ist diesmal auch deutlich schneller, 15,16 Sekunden. Woran kann das liegen? Ganz eindeutig Wind. Ich habe es gemerkt beim Fahren, also ein bisschen Seitenwind, Rückenwind, Gegenwind. Das kann bei so einem leistungsschwächeren Auto schnell mal ganz viel ausmachen. Deshalb mit einem Mittelwert von 15,7 Sekunden, ungefähr plus minus irgendwie so eine Zehntel, ist das Auto auf dem Niveau des ähnlich starken, etwas leichteren Golf. Jetzt haben mir viele gesagt, dass die 1.6er SR-Motoren teilweise auch deutlich besser gehen. Also wir können gerne mit jemandem von euch, wenn ihr sagt, ich habe so ein Auto und der geht wie Hölle, können wir gerne auch nochmal eine Vergleichsmessung machen. Ansonsten ist das der Zeitrahmen 100-150, den ich von einem ungefähr 100 PS starken Saugbenziner in der Kompaktklasse erwarte. Honda Civic 1.3er Hybrid zum Beispiel ist etwas schwerer. Mit 95 PS etwas schwächer, aber hat nochmal diesen Druck durch den Hybrid, hat stufenlose Getriebe, fährt 15.6 oder 15.9. Ihr seht es jetzt gerade eingeblendet, das Ranking. Also der 316i ist ungefähr so schnell, wie man es von ihm erwarten kann. Es ist natürlich nicht schnell im Sinne von schnell, aber jeder von euch, der so ein Ding im Alltag fährt, ich habe es eingangs angesprochen, ihr wisst, dass es zum Mitschwimmen reicht und so ein Auto kauft man sich sowieso nicht, weil es schnell ist, weil es angenehm fährt, weil es gut ausbalanciert ist, weil es günstig im Unterhalt ist, weil es schrauberfreundlich ist, weil es ein alter BMW ist, weil es schön aussieht, weil es Spaß macht, weil es ganz, ganz viele Sachen kann, außer schnell zu sein. So. Jetzt habe ich aber gerade meine LPG-Anlage eingeschaltet. Das heißt, ich habe jetzt aufgehört, mein Superbenzin zu verbrennen. Und wenn wir einen Blick auf die Tankanzeige werfen, dann sehen wir, dass diese zwei Ausflüge in Richtung Tempo 180 auch schon wieder ordentlich so am Tank genuckelt haben. Deswegen nenne ich meinen M43 B16 auch meine kleine Saufziege. Und ich meine das im aller positivsten Sinne. Denn Effizienz ist nicht seine Stärke. Ich war, schöne Anekdote, als ich das Auto umbauen lassen habe auf LED, auf LPG, nicht LED, sondern LPG. LED ist nicht zeitgenössisch. Da hat der Ingenieur, der mir die LPG-Anlage eingebaut hat, zu mir gesagt, M43 is good engine. Not efficient, but reliable. Und genau das trifft es auf den Punkt. So, Freunde, gleiche Stelle wie bei der ersten Messe. Und los geht's. So, und ihr seht, das ist jetzt schon deutlich langsamer als beim ersten Mal. Der gleiche Autobahnabschnitt in die gleiche Richtung, keine 10 Minuten nach der Messung auf Superbenzin, jetzt mit LPG, 2 Sekunden langsamer. Ich halte meine Empörung mal noch im Zaum und warte auf die zweite Messung. Okay, Freunde, letzter Versuch. Ich bin echt gespannt. Letzte Messung auf LPG. Besser aus. Ihr habt es gesehen, es ist deutlich schneller und weil der Unterschied zwischen den Messungen einfach so unglaublich groß war, habe ich gerade eben außerhalb der Kamera noch eine dritte Messung gemacht. Das Ergebnis blende ich euch jetzt ein. Und ihr seht, mit 16,4 Sekunden ist das auch wieder ziemlich nah dran an den Werten, die wir auf Superbenzin hatten. Jetzt kann ich mir nicht ganz erklären, woher die 18 Sekunden aus dem ersten Run mit LPG herkamen. Entweder, weil ich kurz vorher erst umgeschaltet hatte und sich das Auto so dachte, hä, Moment, LPG, was, ich hab doch jetzt gerade mit Superbenzin, hat doch so gut funktioniert, was mache ich denn jetzt, Luigi, was mache ich denn jetzt? Oder es war vielleicht doch gerade eine richtig schöne, saftige Gegenwindböe, ich weiß es nicht. Wie wollen wir es machen, Freunde? Nehmen wir die beiden Werte, die nah dran sind. Ich würde sagen, das ist realistisch, weil wir dann einen Unterschied hätten von ungefähr 0,4 Sekunden, die das Auto mit LPG langsamer ist, von 100 bis 150. Das zieht sich so ein bisschen durch. Also wenn man jetzt die 15,5 nimmt und die 16,4, haben wir einen Mittelwert,
den ihr gerade eingeblendet seht, also irgendwas um 16 Sekunden. Ich denke, das ist realistisch, das passt so ein kleines bisschen zu dem, wie es sich im Popometer anfühlt. Warum genau das so ist, bis in die letzte technische Einzelheit, kann ich euch jetzt Stand hier in diesem Video nicht erklären. Was ich euch aber geben kann, ist der versprochene Sound. Deswegen fahren wir jetzt auf die Soundstrecke und hören einmal einen ganz unschuldigen, normalen 316i Compact mit dem Serienauspuff. Los geht's. Erwartet, ne? Nach nicht viel, ein bisschen niedlich, aber so mit jener Stimme der 90er, als die Autos noch nicht ganz so geknebelt waren, von Abgasnormen und was weiß ich und auch kleine Saugbenziner so schüchtern ihre kleine Stimme erheben konnten. Was ich übrigens hier beim Sound angenehm finde, es ist nicht so dröhnig wie zum Beispiel bei den Ford oder VW-Motoren, ne? Die ab 4000 Touren so ein unangenehmes, irgendwie so leicht schrilles Dröhnen kriegen. Der M43 von BMW, der ist wie so eine halbe Oktave tiefer in seiner Stimme und das ist irgendwie angenehm. Auch beim Hochdrehen geht der einem einfach nicht auf den Sack. Aber ihr wollt Assi-Sound hören. Ihr wollt Sound ohne Auspuff hören. Ihr wollt richtig Krawall hören. Ja? Okay. Ich glaube, die Jüngeren unter unseren Zuschauern oder die so Tuning-Begeisterten, die vielleicht gerade so in den Zeiten, als die Autos wirklich sportbillig waren, einfach so ein 316i geholt haben, knüppeltief Auspuff absägen oder Cut rausnehmen oder sowas. Oder ich glaube, die sitzen jetzt so vorm PC. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich finde den Sound ohne Endschalldämpfer angenehmer. Ich habe das Gefühl, es ist mehr reiner Motorklang. Wenn man dahinter steht, hat man ja trotzdem noch diesen angenehm gleichmäßigen Lauf, wenn so ein M43 ruhig läuft und nur nicht durch den Endschalldämpfer quasi in seiner Stimme beschnitten ist, finde ich, klingt der gar nicht so unangenehm. Das wäre ein Sound, den ich mir so auch von einem Sportauspuff wünschen würde. Aber abgesehen davon, schreibt mal eure Meinung dazu. Wie findet ihr den Sound ohne Endschalldämpfer? Ist das einfach nur assi-krawallig oder klingt das eigentlich besser als erwartet? Bin mal gespannt auf euer Feedback, bin gespannt auf euer Feedback zum ganzen Video. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte spätestens jetzt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Und wir hören uns, lesen uns, sehen uns im nächsten Video und in den Kommentaren. Bis dahin, ich hab euch lieb. Ciao!